Herzlich willkommen bei Stormbound. Ich bin Serket. Ich habe ja in meinem letzten Video von Bronze auf Silber durchgespielt und habe gesagt, dass ich versuche, in dieser Saison noch auf Gold zu kommen. Jetzt habe ich tatsächlich mein Promo-Match gewonnen von Silber auf Gold mit dem Deck, das ich euch da gezeigt habe. Tatsächlich sogar relativ knapp, ne? Ich zeig's euch mal. Es ist genau noch ein Tag übrig und ich bin tatsächlich in der Goldliga. Hier können wir uns nochmal das Deck anschauen. Wie beim letzten Mal schon gesagt, ohne Legends. Und im Prinzip, ich weiß nicht, vielleicht habe ich sogar das ein oder andere noch upgegradet, aber es ist auch nichts über Level 3. Ja, jetzt schauen wir mal. Die habe ich tatsächlich leveln können von Level 1 auf Level 2, habe ich gesehen. Die sind tatsächlich sehr nützlich. Nicht wegen den zwei Stärke, sondern einfach dadurch, dass die eins nach vorne gehen können. Und auch oft der Finisher sind in Kombination mit der Hymne. Also die lasse ich dann quasi aufs letzte Feld laufen. Dann spiele ich die Hymne und dann sind es 5 Schaden. Funktioniert oft sehr gut. Den kennst du ja. Den habe ich auf Level 3, den hatte ich vorher auf Level 2, glaube ich. Den habe ich auch schon ein paar Mal überlegt, wieder rauszuschmeißen, aber er ist bei so niedrigen Mana-Kosten auch relativ früh im Spiel schon eine 9. Für 2 Mana, das ist schon ganz schön ordentlich. Ja, Miliz Level 3. Die Zornfackel auf Level 3, sehr starke Karte. Der wird auch ab Level 3 richtig interessant, der Meuterer. Den hätte ich gern auf Level 3, den habe ich nicht, aber so reicht es im Prinzip auch. Es ist einer so ziemlich der beste Start, den man haben kann. Die Gefangenschaft, die hat mir schon ziemlich oft den Arsch gerettet. Vor allem, wenn mir irgendwelche fetten Klobis direkt vor die Haustür gesetzt werden. Wendet die das Blatt doch noch relativ oft und am Anfang vom Spiel einfach wegcyceln. Ja, die sind auch ganz gut. Am besten ist es natürlich, mit denen zu probieren, zwei Einheiten anzugreifen, dass er zweimal Tokens wirft. Dann hat man für 4 Mana 9 Stärke, das ist schon ziemlich ordentlich. Der für 4 Mana 8 Stärke. Funktioniert auch ganz gut. Die kennst du ja, die sind ja in jedem Speeddeck im Prinzip dabei und die Hymne. Ja, freut mich sehr, dass es bei mir doch noch geklappt hat. Schade, dass ich das Match nicht aufgenommen habe. Die 4 oder 5 Matches davor, die Promo-Matches, die ich verloren habe, die habe ich aufgenommen. Ich habe nicht mehr dran gedacht, nicht mehr dran geglaubt, dass es jetzt doch noch klappt. Naja, dann bis demnächst und viel Spaß in der nächsten Saison. Tschö mit Ö.